Was besagt der Grundsatz der Vertragsfreiheit? Fragezeichen. Was besagt der Grundsatz der Vertragsfreiheit? Nun, der Grundsatz der Vertragsfreiheit besagt, dass im Grundsatz, es gibt Ausnahmen, ja, im Grundsatz besagt dieser Grundsatz, Verträge können frei ausgehandelt werden. Ja, das ist eines der Elemente des Freiheitsgedankens des bürgerlichen Gesetzbuches, dass man sagt, der Staat muss doch den Bürgern nicht vorschreiben, was sie in Verträge schreiben. Das können die doch untereinander aushandeln. Die können doch selber denken für sich und die können das frei aushandeln. Dieser Grundsatz gilt nicht uneingeschränkt. Zum Beispiel, wenn Sie mit einem Minderjährigen einen Vertrag abschließen, haben Sie gewisse Grenzen zu beachten. Sie haben Grenzen zu beachten der Sittenwidrigkeit und, und. Ja, aber vom Grundsatz her können Verträge frei ausgehandelt werden. Genauer, wenn man mehr ins Detail geht, bedeutet das einmal die Abschlussfreiheit. Das heißt, grundsätzlich kann jeder mit jedem Verträge abschließen. Das war auch nicht immer so. Ja, da gab es Stände, da gab es völlig Entrechtete in unserer Geschichte, wie zum Beispiel Sklaven, die konnten natürlich keine Verträge abschließen. Das alles hat man über Bord geworfen und hat gesagt, jeder kann mit jedem Verträge abschließen. Und die Gestaltungsfreiheit heißt, man kann in die Verträge auch grundsätzlich alles reinschreiben, solange sich beide einigen. Ein Vertrag ist ja nichts anderes als zwei Willenserklärungen, die übereinstimmen. Ja, das heißt, der eine ist damit einverstanden, was der andere gesagt hat und man hat sich geeinigt, dann ist das ein starkes Argument. Ja, nur es gilt eben nicht uneingeschränkt. Wenn man da jetzt was Böse Sittenwidriges reinschreibt, dann muss der andere sich eben nicht dran halten. Oder wenn man mit einem Minderjährigen einen Vertrag abschließt, dann kann man da auch nicht alles reinschreiben. Und mit Menschen, die nicht geschäftsfähig sind, sind Verträge sowieso von vornherein nichtig. Ja, also auch heute gilt das nicht uneingeschränkt. Aber heute ist es vor allem der Schutzgedanke, der die Vertragsfreiheit einschränkt. Ja, also um das hier noch zu ergänzen, es gibt eine Einschränkung der Vertragsfreiheit durch den Schutzgedanken. Ja, jemand, der schwächer ist, schwächer, zum Beispiel ökonomisch schwächer, soll geschützt werden. Oder jemand, der auch von seinem Reifegrad noch nicht so weit ist wie ein nicht geschäftsfähiges Kind, soll geschützt werden. Ja? Also das schränkt die Vertragsfreiheit ein, aber vom Grundsatz gilt, jeder kann mit jedem Verträge abschließen, das ist die Abschlussfreiheit und man kann da alles reinschreiben, das ist die Gestaltungsfreiheit. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.